Hi zu einer neuen Folge von 10 Dinge über mit Viktor und Anja. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Zucker. Also 10 Dinge über Zucker, die dich vielleicht überraschen werden. Falls du das neue Format von uns noch nicht kennst, wir sagen 10 verschiedene Fakten, heute Viktor. Ausgedacht oder echt? Genau, ausgedacht oder echt. Also er baut Lügen ein und wenn ich denke, dass er lügt, dann bimmel ich. Und wir spielen quasi ein Spiel. Und du kannst zu Hause mitraten, wenn du Bock hast. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Und weil wir uns die Sachen alle nicht ausdenken, findest du unten immer auch die Quellenangaben. Yay! Dann fangen wir mal an. Ding, ding. Erster Fakt. Zucker macht glücklich und süchtig. Eindeutig richtig. Das stimmt. Und so habe ich gelesen, dass sobald ein Zuckerkristall eine Geschmacksknospe berührt, der Körper sofort Dopamin produziert. Genau. Des Weiteren, warum man sagt, Zucker macht auch süchtig, ist, sobald Zucker zu einem genommen wird, strömt der Körper Adrenalin und Cortisol aus, was sozusagen ein High hervorruft, wie sozusagen eine Droge. Weil Cortisol ja gerade auch so Stresshormon eigentlich ist, ne? Das heißt, man dreht auf. Genau, es ist so ein High. Frag mich nicht, wie das genau im Körper aussieht, denn ich bin kein Körperexperte. Ich hoffe aber, wir sind alle ein bisschen Zuckerexperten hier nach. Genau, wunderbar. Fakt 2, Fructose ist besser als Glucose. Klar, Fructose ist Fruchtzucker und Glucose ist anderer Zucker. Warte mal, aber besser, was heißt besser? Besser für was? Weil Fructose ist ja trotzdem Zucker und hat dieselben Wirkungen. Puh, schwierig. Es stimmt nicht, denke ich. Genau. Ja. Glucose ist Baustein von allen Kohlenhydraten oder von Kohlenhydraten und kann besser sozusagen im Körper verarbeitet werden vom Stoffwechsel und alles. Glucose sogar? Glucose, weil Glucose ist der Grundbaustein auch bei von Kohlenhydraten. Und Fructose ist ja sozusagen Fruchtzucker, kann aber sozusagen nicht so gut verarbeitet werden, sondern geht direkt zur Leber, weil nur die Leber kann Fructose verarbeiten. Krass. Und sozusagen ist Fructose nicht besser als Glucose. Wer das ganz genau wissen will, kann einfach in dem Link nachgucken. Da steht alles perfekt beschrieben. Aber das ist ein Mythos, dass die meisten denken, Fruchtzucker ist besser als Bam Bam. Wir sind ja richtig wissenschaftlich unterwegs. Hammer, ne? Fakt Nummer 3. Brauner Zucker ist gesünder als weißer Zucker. Also wieder diese Frage, was ist gesünder? Aber ich denke, dass das wahr ist. Sind beide gleich schlimm? Nur, dass brauner Zucker eine Vorstufe vom normalen weißen Zucker ist. Aha. Und sozusagen aus einer anderen, ich glaube, Braunzucker ist Rohrzucker, wird aus Bambusrohr oder sowas gewonnen. Oder aus Zuckerrohr. Und weißer Zucker aus Zuckerrüben. Aber im Grunde haben sie dieselben Aufbau. Cool. Also falsch. Bam. Ja. Fakt Nummer 4. Ein Glas Orangensaft ist besser als ein Glas Cola, zuckertechnisch. Boah, voll schwer, weil Cola hat ultra viel Zucker. Das ist ja irgendwie der Hauptbestandteil von Cola. Ich glaube das wirklich. Aber Orangensaft hat ja auch voll viel Zucker. Und die Frage ist, was für ein Orangensaft wahrscheinlich auch nochmal? Es gibt ja auch so Wassergefäße. So genau definiert wurde es nicht. Sagen wir mal ein normales Orangensaft. Also ich sage, okay, ich sage das wahr. Falsch! Nein! Ist dieselbe Menge Zucker. Zucker in beiden. Schein. Habe ich auch nicht gewusst. Krass. Ich dachte immer so, Orangensaft war top. Trinkt trotzdem lieber Orangensaft als Nein, Cola. Trinkt lieber Wasser. Ja, am besten Wasser. Aber wenn schon irgendwas. Ja, trinkt einfach Wasser. Und weiter geht's. Genau. Fakt Nummer 5. Starker Zuckerkonsum schadet dem Körper nicht bei erhöhter sportlicher Aktivität in der Woche. Puh, schwierig, weil Zucker generell habe ich ja schon gelernt, auch krebsfördernd ist. Aber ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel um Übergewicht geht, dann muss ich sagen, als ich so, ich sage jetzt mal, Leistungssportlerin war, ich habe ein paar Tafeln Schokolade am Tag essen können und es ist nichts passiert. Deswegen du hast denke, was? Ein paar Tafeln Schokolade am Tag essen? Also ein bis zwei könnte ich essen. Ich habe Wieso siehst du so aus und nicht so? Ah, Fructose. Ja, genau. Nein, also eine Tafel Schokolade am Tag habe ich gegessen, würde ich sagen. Eine Zeit lang. Im Grunde ist es ein Bluff. Oh Mann! Zucker. Zucker ist immer ungesund. Starker Zuckerkonsum, so. Egal wie sportlich du bist, ist immer ungesund. Genau. Okay. Ich glaube einfach, als ich jugendlich war, da konnte ich einfach dreschen. Und die Sport Wenn dein Körper sozusagen gegenarbeiten kann und alle anderen Faktoren auch mitspielen, klar,
Ich glaube, das war einigen besser als bei anderen, aber... Aber es war auch nur eine Phase. Im Grunde, ja gut, mehrere Tafeln Schokolade, ich hoffe, es war wirklich nicht nur eine kurze Phase. Eine, aber warte mal, ich habe auch schon mal das dann zwei Lindhasen gegessen, ne? Und da war ich schon erwachsen. Ach, du meinst jeden Ostern, jede Woche? Jedes Ostern, jede Woche? Und jetzt habe ich die Werbung oder das war keine Werbung, ja. Okay. Ja. Aber apropos Werbung, kommen wir doch zur Werbung. Mega. Das war der perfekte Übergang. Wusstest du, dass ich ein eigenes Fair Fashion Label habe? Das Fair Fashion Label heißt Mind Love und ich trage es sogar gerade. Hier hast du einmal das Sweatshirt made in Portugal, bestickt in Deutschland, halt fair und öko. Und mein Logo, das hier, steht dafür, dass wir unser Leuchten immer unter unserem Herzen tragen, auch wenn wir es mal nicht sehen. Du könntest dieses Set zum Beispiel kombinieren mit einer Shorts, da steht Strong drauf. Dann hast du Strong Mind, das nennt sich auch Mix and Match Collection. Lange Rede, kurzer Sinn. Schau doch mal dort vorbei auf www.mindlove-fashion.com und mit meinem Rabattcode YouTube10 erhältst du 10% Rabatt auf alles, selbst auf die Sets. Willkommen zurück und danke fürs Zuhören. Fakt Nummer 6. Traubenzucker steigert deine Leistung dauerhaft. Nein. Stimmt. Kurzfristig, auch bei Traubenzucker. Ja, richtig, du kriegst bei der Einnahme von Traubenzucker, gibt es ja eine gewisse Marke dafür, ein... Kriegst kurzzeitig ein Hoch, aber genauso schnell hast du auch deinen Leistungsabfall. Genau, wobei es immer noch besser sein soll, als wenn du jetzt ein Schokoriegel isst. Ja, das Beste ist ein Spaziergang von 10 Minuten. Ja. An der frischen Luft, nicht im Haus. Fakt Nummer 7. Zucker ist schuld an Diabetes. Ja. Nein! Falsch. Ernährungswissenschaftler haben eine Studie gefahren. Es gibt auch verschiedene Diabetesarten. Ernährungswissenschaftler haben die Studie gefahren und konnten das nicht genau am Zucker festmachen, dass Zucker dafür verantwortlich ist, sondern es ist die allgemeine Ernährung, die dafür sorgt, dass du Diabetes bekommst. Man kann aber nicht sagen, es liegt nur am Zucker, dass man Diabetes bekommt. Ja, aber gibt es nicht auch genetische Faktoren? Gibt's auch, aber Zucker ist doch keine Genetik. Nein, ich dachte, es gibt zwei verschiedene Diabetes-Sorten. Eine, die wirklich vom Zuckerkonsum kommt, aber ja von der Ernährung gesamt. Ne? Genau. Es und ist die andere ist genetisch. Ach so, meinst du das? Ja, ja, okay. Ja, genau. Man kann nicht... Für diejenigen, die Diabetes nicht kennen, Diabetes ist eine Zuckerkrankheit. Genau, es heißt Zuckerkrankheit, aber es ist der Zucker ist nicht schuldiger für Diabetes. Okay, schuldiger? Ist nicht der Schuldige. Nicht allein schuld. Nicht allein schuld. Okay. Punkt Nummer 8. Zucker sorgt dafür, dass das Gewebe gestrafft wird. Nein, warte, gestrafft? Was denn? Nein! Bist du dir sicher? Ja! Bist du dir nicht, ne? Ja! Das ist voll erfunden! Okay, gut, ja! Das Beste, aber wenn alle Zucker essen und so glatt sein. Nur noch glatte Menschen. Aber da war das so viel Fantasie. Fakt Nummer 9. Honig ist besser als reiner Zucker, zuckertechnisch. Keine Ahnung. Also ich denke immer, wenn ich Brot mit Honig esse, nehme ich weniger zu, als wenn ich Schokolade esse. Aber ich glaube, das ist bei Schokolade mehr so, dass du da nicht aufhören kannst. Bei Brot mit Honig schon. Mhm. Daher würde ich sagen... Ist es falsch? Es ist falsch, beides ist gleich schlecht. Nur gleich schlecht zuckertechnisch. Was denn jetzt? Ja, du hast nach zuckertechnisch gefragt und ich sage das falsch. Mist, hast du recht. Ja! Honig besteht, natürlich hat es auch Spuren von Vitaminen und gewissen Nährstoffen, aber Honig ist nichts anderes als 80% Zucker mit 20% Wasser, was eigentlich nur eine Zuckerlösung ist. Krass. Ja, heftig. Ne? Aber trotzdem isst man davon weniger. Habe ich auch nicht gewusst. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob ich wirklich zwei Tafeln Schokolade gegessen habe oder nur eine. Ich würde sagen zwei. Phasenweise. Ja, deswegen bist du auch so anfällig auf Schokolade. Wenn ich Anjas Tafel Schokolade wegnehme, dann wird sie ganz nervös. Aber ich esse gar nicht mehr so oft Schokolade. Fakt Nummer 10. Zucker ist auch ein Heilmittel. Ich denke schon, dass Zucker auch irgendwas Positives hat. Auf die Waage aus? Oder auf was? Ein Heilmittel? Ja. Nee. Ja, was denn? Falsch. Was? Also es ist ein Heilmittel. Forscher oder Wissenschaftler haben festgestellt, dass Zucker bei Brandwunden... Ja, ich habe mir gedacht, irgendwas auf der Haut. Genau, bei Brandwunden irgendwie ein Schutz und gleichzeitig ein Wundinfekt vermeiden oder minimieren. Zucker hat auch was einiges Gutes auch an sich. Einiges?
Ich würde vielleicht sagen, ein bisschen mehr. Zucker ist sozusagen der Treibstoff für unseren Körper? Ja, Zucker ist grundsätzlich ist Zucker auch. Also Glukose. Ein Lebensmittel. So. Viele verwechseln zum Beispiel von Zucker mit zuckersüß. Aber Kohlenhydrate besteht ja aus Glukose und man braucht nicht rein Zucker zum Leben, aber in den Lebensmitteln ist Glukose, also Zucker, schon enthalten. Ja, wir müssen nicht Zucker zusetzen. Genau, wir müssen keinen zusätzlichen Zucker zu uns nehmen. Genau, wir könnten sehr gut leben, wenn wir einfach die Nahrungsmittel so essen, wie wir sie essen würden, ohne dass Zucker zugesetzt wird. Und das Problem ist, dadurch, dass Zucker aber Geschmacksträger ist und süchtig macht, dass die Firmen immer mehr Zucker in die Produkte stecken, damit wir mehr davon essen. Oh, jetzt geht die richtig in die Politik. Alles klar. Stop this industry. Was habt ihr für richtig oder falsch gehalten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da. Einmal die Woche, mittwochs um 18.15 Uhr, kriegt ihr ein neues Video von uns. Und einmal im Monat davon ist dieses Format 10 Dinge über. Bis zum nächsten Mal.